Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BDMP Info, dem Infomagazin des Bundes der Militär- und Polizeischützen. Heute sind wir in Stadehagen, bei der SEG Stadehagen, und wir wollen uns eine Disziplin anschauen, die viele von euch schon kennen, die ZG4-Disziplin. Was heute alles passiert und was wir heute alles machen, das zeigen wir euch gleich. Jörg, wir sind jetzt hier auf dem 100 Meter Langwaffenstand der SEG Stadehagen. Was sehen wir gerade für ein Konstrukt hier? Ja, wie du sagst, wir sind hier auf dem 100 Meter Stand. Wir stehen jetzt hier vor einem Schießtisch. Daher ist dafür gedacht, dass eben der Schütze sich dann eben darauf legen kann und in gleicher Höhe zur Scheibe dann auch schießen kann. Hier haben wir noch eine Schießmatte unterliegen. So. Und ja, damit der Schütze auch ein bisschen bequem hat. Nein, also damit man nicht auf dem blanken Holz liegt. Ja, und dann kann man eigentlich dann beginnen, die Disziplin im Liegend 100 Meter zu schießen. Nico, du bist der Schütze heute, der das Ganze hier für uns schießen wird. Ist das für dich eine Herausforderung, diese Disziplin? Auf jeden Fall. Also wie bei jeder Disziplin erstmal die grundlegende Waffenhandhabung. Und gerade hier ist es ja die schnelle Schussreihenfolge, die man beachten muss. Und da ist es wichtig, den Punkt zu finden, wo man das Gleichgewicht der Waffe halten kann. Gibt es da irgendeinen Trick oder ist das eine reine Übungssache? Ich würde eher sagen, es ist Gewöhnungssache und Übungssache. Irgendwann findet man das Gefühl, wie das Gewehr und das Zweibein und man selber mit dem Gewehr auch arbeitet. Jörg, ihr seid jetzt zu zweit, wenn ihr diese Disziplin jetzt hier macht. Du machst die Aufsicht quasi sozusagen. Ja, das ist richtig. Also wir trainieren das grundsätzlich so mit Zeitnahme, mit allem drum und dran. Also bei uns ist jedes Training ein Wettkampf und jeder Wettkampf ein Training. Das hat den großen Vorteil, dass der Schütze eben unter realen Bedingungen trainiert und sich nicht im Wettkampf mal, oh Gott, es geht auf Zeit oder was ist eine Startkarte. Also das kennen unsere Schützen eigentlich alles und sie werden so gut wie möglich auf einen Wettkampf vorbereitet. Gut, dann wird Nico jetzt mal sein Gewehr zur Hilfe nehmen und wir bauen das Ganze mal auf. Tja, Nico, dann bitte einmal dein Gewehr holen und dich aufbauen. Ihr kommt einfach mal rum auf die andere Seite und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Nico, was gibt's zu beachten, wenn man mit so einer Waffe auf den Stand kommt? Also, wenn man sich nicht gemerkt hat, wie man die Waffe zu Hause eingepackt hat, werden wir jetzt gleich beim Auspacken gucken, ob der Lauf Richtung Scheibe zeigt oder nach hinten. Sollte der Lauf nach hinten zeigen, werden wir die Tasche einmal drehen, sodass der Lauf nach vorne zeigt. Gut, dann. Ich sehe gerade, du hast jetzt hier an deinem Reißverschluss das Ganze verschlossen mit so einem Schloss. Ist das ein Muss? Ja, das ist ein Muss, damit Unbefugte nicht an meine Waffe kommen. Okay. So, wir sehen, sie liegt also quasi richtig rum. Mit dem Lauf zeigt zum Kugelfang. Die ist jetzt ja ungeladen. Woran sieht man denn jetzt oder woran siehst du, dass die Waffe nicht schussbereit ist? Ich sehe es erstmal daran, dass ich den Verschluss nach hinten ziehe und das Patronenlager prüfe und danach ein Sicherheitsfähnchen einführe, damit alle anderen auf dem Stand auch sehen, die Waffe ist nicht geladen. Also das Gelbe, was hier rausguckt, ist quasi das Sicherheitsfähnchen. Das signalisiert quasi jedem, der darauf guckt, dass die Waffe ungeladen ist. Normalerweise nur 4 Serien, A5 Schuss. Warum haben wir jetzt 5 Magazine hier liegen? Genau, das ist für die Probeschüsse. Da haben wir 5 Minuten vor der Serie Zeit. Beliebige Anzahl. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich 5 Schuss schieße, weil das reicht mir jetzt für die Probe. Nun, es sind ja 8 Sekunden wirklich knappe Zeit. Also ist ja nun wirklich nicht viel Zeit. Gibt es da irgendwie ein Zeitmanagement? Gibt es da irgendwie einen Trick, wo man sich behelfen kann? Ja, also durchs Trainieren. Wir haben das so, oder beziehungsweise ich habe es auch so trainiert, dass ich in 6 Sekunden mit meiner Serie fertig bin. Und da habe ich, wenn mal ein Fehler passieren sollte, immer noch leichten Puffer. Ist schon mal irgendeine Panne passiert, als du beim Wettkampf warst, irgendwie nicht geladen oder nicht Verschluss nicht zu oder irgendwas, was dich daran gehindert hat, weitermachen zu können? Also was mir schon mal passiert ist, dass ich vergessen habe, das Sicherheitsfähnchen zu entfernen. Also dann wollte man fertig laden und das Sicherheitsfähnchen war noch drin, war natürlich doof. Was passiert dann? Man meldet eine Störung und dann wartet man, bis die Störung behoben werden darf. Scheiben nach vorne fahren dazu. Durchgang, ZG4, schützen, laden und fertig machen.
Wir schießen jetzt 5 Schuss, 8 Sekunden. Insgesamt 4 Durchgänge. Mit dem ersten, jetzt starten wir. Ist jemand nicht fertig? Achtung! Wettkampfende, Waffen entladen, vorzeigen, Patronenlager frei, Sicherheitsfähnchen einführen. Okay, wir holen die Scharfe ran. So, damit haben wir jetzt Sicherheit. Damit können wir Gehörschutz ablegen, Waffe zur Seite. Wir haben jetzt die Disziplin ZG4 beendet. Bist du zufrieden? Ja, vom Ablauf zufrieden. Ob der Schütze jetzt zufrieden ist, weiß ich nicht. Aber Luft da oben geht, ist ja immer. So, ja, das ist so, wie wir es eigentlich trainieren. Auch und unsere Leute sind eigentlich alle bei 6 Sekunden. So, und das, was wir jetzt gesehen haben mit der Überprüfung des Patronenlagers, die Sicherheitsfähnchen rein, macht, wird bei uns so gemacht. So, das ist bei uns Standard. Ist das denn eine Disziplin für Anfänger? Also wenn jemand mit Schießen anfängt und sagt, ich möchte jetzt auch gerne mal Großkaliber schießen wollen und in eine SLG kommt, um da anzufangen, ist das eine Anfängerdisziplin? Naja, also Anfängerdisziplin, ich denke, es gibt nicht die Anfängerdisziplin. Es ist natürlich immer das Interesse des Schützen oder des dann vielleicht zu gewinnenden Mitgliedes. Was möchte ich machen? In der Tat ist es so, dass ZG4 relativ einfach darzustellen ist. So, und viele sich dann natürlich auch mit diesem AR-15 dann auch sehr schnell identifizieren. Aber wie es eben alles ist, wenn man da richtig gut werden will, dann muss man das so trainieren. Aber der Aufwand, was Technik und Material angeht, ist schon enorm, ne? So eine Disziplin schießen zu können. Ja gut, also wir reden ja hier immer um ein AR-15-System, das sind ja so die meistverbreiteten, also ein halbautomatisches Gewehr. Da sage ich mal, bewegen wir uns zwischen 2.000 und 2.800 Euro, weil es sollte dann ja auch schon irgendwie so bei 20 Zoll, 18 Zoll, wenn man das richtig machen will, liegen. So, und das Glas darauf, wissen wir selber, also ab 1,5, ne, also weniger sollte ich für ein Glas dann nicht ausgeben. Was bedeutet AR-15 eigentlich? Eigentlich Automatic Rifle, aber es ist ja hier in dem Falle eine halbautomatische. Ja, dann sage ich vielen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung, für die Hilfe, für die Einweisung und euch vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich auch einen ganz, ganz großen Dank an mein Team. Liked und abonniert unseren Kanal und ich freue mich auf euch, wenn es wieder heißt BDMP Info.